Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Community gegen den Rest der Welt. BVBC Blitzcrank heute in der Mitte. Kennt ihr noch den guten alten AP Blitzcrank? Heute wird er gespielt. 100% AP-Skalierung, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Auf der Ulti und auf der Q, der Rest ist zu vernachlässigen. Aber es geht heute darum, mit möglichst viel AP, also auch im Late Game, die Todesgrabscher abzuziehen und dann Gegner, die squishy sind, und das sind zum Glück alle im gegnerischen Team, die einfach sofort wegzuschnetzeln, sie zu überraschen. Als Polizeiblitzcrank bin ich natürlich immer dafür, für Recht und Ordnung zu sorgen, und das werde ich heute in der Liga der Legenden machen. Mein Gegner Ahri, na klar, sie hat ein bisschen Range, ich werde da auch jetzt ein bisschen vorsichtiger spielen. Bumm. Und mir einfach mal den ein oder anderen CS so gönnen. Also das wird jetzt am Anfang eher ein, sag ich mal, sehr vorsichtiges Spiel. Ich kann nämlich eigentlich relativ schlecht an sie ran. Ich kann mit meinem Schild viel machen. Ich kann mit meinem Grabscher viel machen. Da ist ja die ganze Utility, aber sie kann sich ja locker auch hinter Minions verstecken. Ja, wenn ich so mal den ein oder anderen CS kriege, bin ich ganz glücklich. Und Flash mal hier raus. Oh, komm schon, Tomek, Alter. Was geht ab? Don't you know, pump it up. We're chicka-pirp-pirp-pirp-pirp. Motivation ist wieder im Haus. Direkt den Flash. Warte mal, Ahri, no Flash. Alter, das ist ja für Sejuani ein gefundenes Fressen jetzt. Ne. Ne. Wie geil ist das denn schon wieder gewesen? Okay, ich bin dabei. GG! Ey, GG! GG! Oh, really? BC, und pass auf! Achso, ich wollte schon die Ulti hochskillen. Oh, fuck! Huh, das wird was. Das wird was, Freunde. Vorteil natürlich, wie gesagt, ich spiele mit der Community. Und ihr seid eine geile Community. Und da kann ich immer so ein bisschen Support natürlich erwarten. Oh, hier. Das ist jetzt ein interessantes Ding. Das kann für Urgott ausgehen, wenn er sein... Er braucht den Cooldown. Er hat geflasht, okay. Er bräuchte sein... Hier, wie heißt es? Er bräuchte seine Purge, dass er auch direkt das Schild hinterher bekommt. Und dann hätte er hier eine Chance gehabt. Ja, vom CS her komme ich nicht weit. Aber die Ahri macht das zum Glück auch nicht sonderbar gut. Oh, please! Ey, hör doch auf! Hör doch auf! Oh, Tomek gibt Gas! Oh, scheiße. Schild ist raus. Ich hätte sogar geflasht und sie dann direkt in den Tower gezogen. Wenn ich sie jetzt gezogen kriege, ist schon wieder vorbei für sie, ne? Ich krieg die. Komm! Und Ignite! Ich hab sie solo gekillt! Jetzt kommen bestimmt wieder die Hater, die sagen: Oh, Tomek, du feierst dich voll, weil du gegen einen Noob spielst. Hallo? Es ist einfach Blitzcrank auf AP in der Mitte und da zählen nur die verdammten Grabscher. Und deshalb in der Mitte noch geiler, weil der Weg von Tower zu Tower ist relativ kurz und dort. Den Gegner dann schön ranzuziehen. Das ist das Geheimnis. Direkt in den Tower. Und jetzt komme ich mit erstmal dem Morello Nomicon an. Das wird so mein erstes Item sein.
und danach volle Pulle AP. Also genauso wie ich es mit Bart gestern vor euch gemacht habe, einfach volle Pulle AP. Jetzt habe ich hier sogar noch, dass sie nicht mal die Möglichkeit hat, irgendwie ihre Ulti wegzubenutzen, wegzuflashen, sonst was. Hier nochmal den Silence. Oder halt einfach auch so die Passive, die auch ziemlich geil ist. Ah! Das war das der erste, der nicht getroffen hat, glaube ich, ne? Das war nicht so schön. Nein! Aber der nächste Versuch auf jeden Fall. Komm schon, Urgott! Do it! Do it for the kids! Hat er seine... Er hat seine Ulti nicht mehr. Gefährlich. Ei, da haben sie uns richtig auseinandergenommen. Wer wurde denn da... Sejuani wurde da von Lee Sin gecatcht, ne? Genau, Lee Sin hat sich da den Kill gegönnt. Ah, schade, ey. Ich hatte jetzt auch Ahri ihren Kill bekommen. Das war jetzt nicht optimal. Der Grabscher ging auch in die Hose. Hätte der Grabscher da getroffen, hätte ich ja auch diese 100% AP gehabt und hätte... Er hätte natürlich nochmal deutlich mehr Schaden. Wie viel inzwischen? Ha, guck mal, fast 300 Damage, die ich auf dem Gegner hätte abfeuern können. Er hätte Fahrradkette, nützt alles nichts. Jetzt heißt es erstmal wieder zurückrauschen in die Mitte. Und dann lieber auf diese einzelnen Grabscher vertrauen. Das finde ich an BC auch so geil. Er kann mit einem guten Grabscher ein ganzes Spiel entscheiden. So wie im letzten Spiel, wo ich gestern Bard gespielt habe. War ein episches Game, falls ihr es nicht gesehen habt. Auf jeden Fall nochmal das letzte Game reinziehen. Aber, nice. Aber dort war es auch so, der gegnerische Draven war fett. Und den mussten wir einfach kriegen. So, und wir haben den am Ende bekommen. Um jetzt zu viel zu spoilern. Also, wir haben den am Ende bekommen und dann haben wir halt das Spiel auch gewonnen, ne? Oh, trifft sie mich genau mit der Spitze. Ganz böser Damage. The magic calls to me. Ahri in der Botlane. Habe ich erwartet. Okay, Botlane hat das aber anscheinend gut gelöst. Dann bin ich jetzt dran, nach unten zu roamen. Schade, Ignite hatte ich schon drauf, aber das war auf jeden Fall ein sicherer Kill erstmal hier. Wie weit will ich da rein, ist die Frage, ne? Deshalb haue ich jetzt auch erstmal kurz ab. War okay, Support bekommen. Das Schöne ist ja auch wirklich, die Abklingzeit der Ulti ist sehr gering. Ich bleib doch noch mal ein bisschen da. So, hier machen wir hier die Polizeisirene, dass ich schneller bin. Nein! Nicht getroffen, Arsch versoffen. Jetzt muss ich wirklich zurück. Kennt ihr das noch? Das habe ich damals im Kindergarten immer gesagt.
Nicht getroffen, Arsch versoffen. Ey, ich bleib doch da, please. Mich reizt das hier zu sehr. Oh! Kill ihn! Kill ihn, Autotech! Dankeschön, es hat wieder gepasst. Und Caitlyn hat die anderen beiden rasiert. Ey, dieses Schild von BC ist auch heftig, ne? In Abhängigkeit von seinen Mana. Man könnte deshalb die Träne bauen, aber es würde mir hier einfach zu lange dauern, weil so heftig spamme ich dann doch nicht die Auto-Attacks, die Fähigkeiten. Und jede Fähigkeit lädt ja erst die Träne Stück und Stück und Stück für Stück auf. Sehr geil. Bin unterwegs. Schön getroffen und damit ist er. Oh, please, ey. Nein. Okay. Doch, alles gut. Schade, ich hätte aber insgesamt gerne gesehen, wie der Urgott ihn da mit den Ketten reinzieht. Urgott ist übrigens gar kein schlechter Champion. Also seit seinem Rework, der ist ein richtig fetter Bully in der Top-Lane. Schwierig zu kriegen und steht auch später vorne wie ein Panzer da. Okay, Ignite hätte ich. Boah, der Flash-Grab-Schmove, das wär's gewesen. Schön auf Ignite gewartet. Hätte ich sie schön weg... Ah, die hätte ich so weggezwiebelt. Gerade mit der Ulti und mit allem drum und... Ah, es hätte Spaß gemacht, auf jeden Fall. Muss ich jetzt nochmal einen Moment warten, bis so ein Flash-Grab-Scher möglich ist. Ah, komm. Wir machen das mal direkt so. Bin auf dem Weg. Puh. Wie lange hier jetzt noch das... wenn die hier ein Ward haben, dann nützt das alles nichts. Na, sieht wohl so aus. Jetzt soll einer kommen und ich grabsch ihn direkt. Nein! Es hat auch nicht gereicht. Oh, komm schon. Das wäre die nächste Gelegenheit hier, noch mit Ignite und dem Grabscher und allem drum und dran. 400. Der Schaden ist schon ziemlich geil. Ob ich sie direkt damit töten würde, weiß ich nicht. Aber insgesamt ist das schon cooler Schaden. Und außerdem die Überraschung natürlich für den Gegner, dass sie die Position komplett verändert. Okay, haben wir. Ja, jetzt würde ich auch wieder Richtung Ludens oder Lichbane. Ist auch nicht schlecht. Aber wir machen erstmal einen Ludens voll. Nach dem Ludens. Ja, mal gucken. Im Grunde, wenn ich voll AP gehe, aber wir haben trotzdem noch immer die Möglichkeit, also wir knocken ja den Gegner sowieso hoch. Das heißt, wir ziehen, wir knocken. Und da habe ich immer den Sheen-Proc
mit drin. Also eigentlich würde sich das schon lohnen. Die Frage ist nur, inwiefern ich das wirklich brauche und ich den Gegner halt schon vorher zerstöre, wenn ich mehr AP kaufe. Ah, Kane ist ein bisschen zu mobil, ne? Oder? Ah. Ah, sogar mit Ulti? Jetzt wollen sie es aber wieder komplett wissen. Da geht er schon mal rein. Aber der Predicted Grabscher. Es war klar, dass der so ein bisschen wegslidet. Ahri wird mit der Ulti, denke ich, rüberkommen. Darauf hat sie gewartet. Hat sie richtig frech ge... Oh, schönes Ding. Bleibt mal noch ein bisschen hier. Gucken, was da noch machbar ist. Jetzt bin ich hier. Mein Schild. Hat sie gebaitet. Hat sie gebaitet. Oh, Caitlyn, I love you. Und der wurde auch gebaitet. Sie hat die Ulti sogar. Ich bleib noch da. Ich bleib noch, weil hier geht noch einiges, ey. Bard ist am Abhauen. Es kann sein, dass sie die nochmal haben wollen. Da bin ich da. Komm schon. Komm schon. Ich will jetzt nochmal einen coolen Move hier. Nee, leider nicht mehr. Die kommen nicht mehr vorbei. Schade. Ja genau, oder so. Baite sie. Baite sie einfach. Wer könnte kommen? Ahri, Kane war... Kane ist immer noch in der Botlane. Fightet gegen zwei. Und Kane ist auch nicht leicht tot zu kriegen. Na, okay. Jetzt habe ich schon so lange auf den Spaß gewartet, aber das dauert einfach zu lange. Deshalb haue ich jetzt ab. Hol mir meine Magiedurchdringungsschuhe, dann bin ich auch gleich ein bisschen schneller. Da habe ich ein bisschen Synergie hier mit dem Overdrive. Und dann hole ich mir noch einen Ward. Wards für Blitzcrank sind eigentlich auch immer ziemlich wichtig. Ihr wollt ja wissen, wo ihr vielleicht einen Gegner gut aus irgendeiner Ecke rausfischen könnt. Ja, was eigentlich deshalb Sinn macht, ist natürlich ein Sidestone, weil Blitzcrank einfach als Supporter sowieso für die, sag ich mal, für mehr Vision in Anführungsstrichen sorgen muss und gleichzeitig eben die Unsichtbarkeit der Wards und dann holt ihr euch da. Und dann holt ihr euch da was raus, wenn ihr einen Gegner seht. Jetzt könnte ich einen Flash-Grabsch-Move machen, ey. Sorry. Ein bisschen reingebaitet. Jetzt muss ich schon wieder defensiv auch flashen. Thanks. Ja, das ist ganz nice. 32 Sekunden für die Ulti, die fast 600 Schaden macht. Please. Dafür sind aber die Cooldowns von den anderen Fähigkeiten auch ziemlich hoch. Also ein bisschen anders wie mit Bard. Da konnte ich richtig abrasieren. Oh.
die Grabscher nicht sitzen, dann wird das nix, Tomek. Wenn ich jetzt einen Grabscher hinkriege, dann habe ich sie sofort. Die ist sofort tot, die wird platzen. Das ist so noch. Klar. Ah, geflasht hat er. War wieder ein guter Versuch. Aber es muss auch mal gelingen. So, davon lebt so ein schönes Gameplay. Na komm, dann hier. Bumm! Das wird gar nicht gut ausgehen. Das wird gar nicht gut ausgehen. Wenn ich nicht einen guten Grabscher hinlege und wenn ich irgendwen schon vorher rausfischen, dann wird das nix. Da brauchen die aber schön lang für. Bart da noch schnell hin kann? Ah. Wird, glaube ich, nicht ganz reichen. Wie weit ist die Range von seiner Ulti? Er wird's versuchen. Wenn der Baron noch nicht gefallen ist, wird das... Okay, doch, jetzt ist er gefallen. Also, ich brauche diesen einen guten Grabscher. Da muss ich mir den Gegner rauszwiebeln. Und direkt mit dem Silence. Oder vielleicht in alle rein und dann mit dem Silence-Attacke machen. Okay, Drake ist hier auch nicht schlecht. Wer kommt denn hier? Der Draven hier. Babam, 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 babam. Aber so, Plan hat... Oh! Plan hat gefruchtet. Nein! Kam der Lee mit dem Kick. Caitlyn volle Leben wollte nicht. Bart volle Leben wollte nicht hinterher. Schade. Hätten wir schon mal cool fighten können. Den Draven schön erwischt. Kate mit der Ulti. Hätte sie einfach auch draufknüppeln können. Dann wäre er wahrscheinlich auch tot gewesen. Okay, die Lee, willst du auch nochmal Hallo sagen? Na komm. Ja. Ja. Vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Okay. Papa muss jetzt nochmal was kaufen. Vorsichtig. Machen wir die. Okay, mehr AP ist immer gut bei der Skalierung. Vorsichtig, Cordili. Ich brauche eigentlich so viel AP, dass ich einfach so einen Draven auch one-shotten kann. Also diese ganze Kombination hat ja gerade auch geklappt. Da hat jetzt nur, was hat da gefehlt? Ich glaube, der Knock-Up. Aber so Grabscher plus Ulti und dann muss eigentlich der Gegner tot sein.
Ah! Oh Gott, der Plan war so gut und Sejuani hat auch noch richtig perfekt reagiert und hinterhergezimmert. Sie hätte nur einen Schritt nach vorne machen müssen. Und dann wäre es das gewesen. Ja, wir müssen uns jetzt nämlich hier nochmal kurz aufs Game konzentrieren. Und in 10 Minuten haben wir es geschafft. Ich glaube, die Anspannung spürt man ganz deutlich, oder? Ich kann jetzt gar nicht kommentieren. Caitlyn ist tot. Ist sie tot? Sie muss schnell genug weg. Komm schon. Yes. The magic calls to me. Okay, Urgot hat uns jetzt auch verlassen. Der will anscheinend da Kate unterstützen. Dadurch sind wir jetzt hier zu dritt. Wenn jetzt Kane kommt, dann wäre es ein 3 gegen 5. Das könnten wir nicht gewinnen. Wir müssen entweder gleich oder in der Überzahl sein. Oder natürlich ein perfekter Grabscher. Wieso hat sie nicht ihre Ulti benutzt, um abzuhauen? Dann hätte ich sie erwischt. Yo! Muss einfach mal, genau, einfach mal den K-Knock-Uppen. Jetzt muss ich auch kurz abhauen. Wir haben noch ein paar Ultis im Petto, wie ich sehe. Interessant. Drei Leute hatten noch ihre Ulti. Das finde ich interessant. Weil die Ulti von Bard, okay, die finde ich jetzt schwieriger. Die ist so ein bisschen engage. Aber Urgot, sehr viel Schaden. Caitlyn, auch ordentlich Damage. Na gut. Insgesamt hier aber mit dem Siege, das hat gut geklappt. Und die Gegner sind ja auch nicht mal rausgekommen. Die fallen von Caitlyn, wenn einer reingegangen ist. Hier, wo er reingegangen ist, aber da hatte ich meinen Grabscher auf Cooldown. Hätte ich ihn da rausgezogen, wäre es auch schnell vorbei gewesen. Wer ist denn bei der Gegner überhaupt der fetteste? Draven ist schon dick. Boah, Kane ist auch so böse. Ocean Drake für die Gegner. Na, Drakes ist hier ziemlich ausgeglichen. Hey,
Brauche noch 15 Sekunden bis zu meiner Ulti. Boah, Kane ist so schwer zu töten. Er hat auch richtig Sustain. Wahnsinn, was passiert hier? Ich würde mal sagen, BC, AP, Mitte, gerade nicht sonderlich useful. Statt irgendwen rauszupicken, wenn die Gegner alle zusammen sind. Sobald ich jemanden rauspicke, gehen sie sowieso alle rein. Wie sieht's sonst aus? Ja, sonst sieht's eigentlich ganz okay aus. Auf beiden Seiten. Ist ja auch immer noch ziemlich knapp. Ich muss es irgendwie schaffen, jemanden vernünftig rauszupicken. Dann kann man, wie gesagt, was ich am Anfang schon erwähnt habe, wenn du einmal richtig pickst. Dann hast du auch direkt den Kill in der Tasche. Ja, Ahri sofort sauber wieder getroffen. Die Ahri macht das ziemlich gut eigentlich. 6, 5, 13. Ich finde sie mit am gefährlichsten. Bei ihr ist das so, dass sie die Möglichkeit hat, auf Range zu charmen und ich eben auf Range den Gegner ranzuziehen. Hatte jetzt natürlich in der Midlane, hatte ich da ein bisschen das Nachsehen, weil sie ja auch mit ihrer Q zum Beispiel mich immer wieder poken konnte. Und ich bleibe relativ squishy. 24, 28. Was kann man da jetzt machen? Also bisher, A bis Z, muss ich sagen, ist das der... Weil Bart zum Beispiel gestern hat gut funktioniert, weil er ja auch diese Range hat. Und das hat mir so ein bisschen den Vorteil gegeben. Und auch auf Range CC. Blitzcrank finde ich jetzt momentan, muss ich ehrlich sagen, am schwierigsten. Oder. Oder so. Ich denke, wir versuchen es einfach mal so. Bringt mir auch noch ein bisschen Movement Speed. Komm, Alter. Tomek, du musst nur einmal richtig grapschen. Es ist diese eine einzige Gelegenheit, die du hast. Du grapscht. Ihr killt den ADC, würde ich sagen, im besten Fall. Und dann ist GG. Kenny Boy. Vor dem habe ich auch richtig Respekt. Bildet eine ganz, ganz eklige Frontline. Und da wollen sie hin. Boom! Das gibt's doch gar nicht, so überhaupt zu töten. Doch, da. Und jetzt machen sie den richtigen Fokus draus. Boah, unsere Caitlyn, die spielt das so schön. Sie spielt das so schön, aber Draven ist einfach die ganze Zeit am Leben. Und solange Draven am Leben bleibt und einfach auch frei feuern kann, das ist genau das, was unsere Caitlyn gerade nicht kann. Caitlyn wird rausgenommen und Draven kann frei feuern. Und deshalb gewinnen die Gegner das. Ja, eigentlich schade. Aber möglich ist einiges. Gerade am Anfang hatten wir zwei, drei gute Situationen. Ich habe das First Blood bekommen, dann habe ich nochmal Solo gekillt. Also es war auf jeden Fall ein schöner Anfang. Hat sich dann nicht ganz so gut entwickelt. Aber so läuft es halt auch mal. So ist League of Legends. Das war B wie Blitzcrank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Daumen nach oben. Ich bin euer Tomek. Macht's gut und ich wünsche euch viel Spaß bei euren League of Legends Abenteuern und bei euren Ranks. Ciao, ciao.